Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 6. So, wir wollen mal noch in den Brunnen schauen, denn aus dem Handbuch weiß ich, dass Quentin in der Nähe des Brunnens ermordet wurde. Vielleicht hat er die Rune, die er angeblich hatte, irgendwie in den Brunnen getan. Wir sehen nichts. Ja gut, den Brunnen zu benutzen bräuchten wir einen Eimer. Behalten wir mal im Hinterkopf. Vielleicht können wir da die Rune irgendwie angeln. Und da siehst du ganz woanders. Okay. Was haben wir hier? Wir brauchen einen Eimer. Konnten wir irgendwo schon Eimer kaufen? Kann mich mal nicht dran erinnern. Okay, wir haben hier eine Herberge. Das sieht nach Eimer aus. Können wir bei dir einen Eimer kaufen? Wie auch immer du bist. Du siehst einen vom Alter gebeugten Mann. Eine zu groß gewordene alte braune Tunika schlottert an ihm herab. Er schaut euch an und ruft dann über seine Schulter zurück zu jemandem hinter ihm. Siehst du? Ich habe es dir doch gesagt, Martha. Neue Leute, neue Erzählungen. Er schaut dich wieder an. Seid willkommen im spukenden Gasthof. Wir hätten gerne einen Eimer. Aber wieso heißt das Ding spukender Gasthof? Achso, kommt herein und setzt euch. Ihr habt bestimmt viel zu erzählen. Ja, wir möchten zuerst mal über deinen Gasthof reden und dann über das, was du uns zu erzählen hast. Bisher war es nur ein Name, aber nun, nach dem, was Martha passiert ist... was ist Martha passiert? Seit sie vor ein paar Tagen diesen vermaledeiten Geist hier unten sah, weigert sie sich, ihr Zimmer zu verlassen. Spukt Quentin hier? Also ja, irgendwo muss sein Geist sein, wenn man ja einen Seance-Zauber machen kann. Müssen wir ihn mal finden. Sie erzählte mir, dass plötzlich alle Lichter ausgingen und ein Geist vor ihr auftauchte. Sie hat sich fürchterlich erschrocken. Die Gekreiche habe ich bis in unser Schlafzimmer gehört. Er schüttelt ratlos den Kopf und schaut über seine Schulter in den dahinterliegenden Raum. Okay, dann erzähl uns mal von dem Gekreiche. Meine Martha erschreckt so leicht nichts. Schließlich wacht sie schon seit Jahren jeden Morgen neben mir auf. Okay, grinst er. Zuerst dachte ich sogar, ich sollte vielleicht den Weinschrank besser verschließen. Hä? Okay. Aber ich glaube nicht, dass Martha getrunken hatte. Ich wünschte, ich wüsste, was sie da gesehen hat. Erzähl uns mal vom Wein. Wenn ihr den Wein von Stevius noch nicht kennt, ist euch wirklich ein Genuss entgangen, den ihr unbedingt nachholen solltet. Wer ist Stevius? Er betreibt die Kellerei gegenüber, ein bisschen eigenartig, der Gute. Ich vermute, er hat ein wenig zu oft die Qualität seiner Ware überprüfen müssen. Ja. Und was kannst du uns sonst erzählen? Habt ihr Geschichten oder Erzählungen, die ihr mit uns teilen könnt? Ich würde gern mal wieder ein paar neue Geschichten hören. Ich dachte, du erzählst uns was. Erzähl uns mal was von deinem Job. Mein Weib würde sagen, mein Beruf ist es, Kunden mit meinem nichtsnutzigen Geschwätz zu vergraulen. Aber sie ist wirklich eine Liebe. Ich habe Zimmer zu vermieten. Da brauchen wir gerade nichts. Erzähl uns mal von deinem Weib. Auch wenn ich den Begriff fürchterlich finde. Als ich noch ein junger Mann war, besuchte ich einmal den Schrein, weil ich im Inneren ein Gefühl der Leere verspürte, über das ich nachdenken wollte. Ach stimmt, wir haben ja auch noch den Bürgermeister nicht nach dem Mantra gefragt. Holen wir nach. Dort traf ich auf Martha, sie war so schön, so schüchtern. Wir saßen lange Stunden still beieinander, ohne auch nur ein Wort zu wechseln. Schließlich konnte sie... wohl nicht mehr anders, fasste sich ein Herz und gab mir einen Kuss. Auch wie romantisch. Du hörst einen Ruf aus dem hintersten Teil des Gasthofs.
Gideon antwortet dorthin gewandt: Nein, Martha, unsere Gäste schlafen noch nicht. Dann erzähl uns mal was von dem Schrein. Der Schrein der Spiritualität, dorthin gehen wir, wenn uns etwas belastet oder beschäftigt. Ihr solltet ihn auch einmal aufsuchen. Wenn ich wüsste, wo der Schrein ist, könnten wir das tun. Auf der Karte? Na gut, vielleicht meint er den bei Trinzig. Genau, das weiß man nicht. Können wir dich nach Quentin fragen? Wir kamen vor vielen, vielen Jahren schon auf diese Insel. Damals waren wir noch Kinder und veranstalteten Bootsrennen rund um die Insel. Martha und ich kümmerten uns um ihn, als die Schergen von Mondaine seine Frau Quen umgebracht hatten. Ach stimmt, Mondaine ist, glaube ich, der Bösewicht aus Ultima 5? Oder noch früher? Weiß ich nicht. Und ja, Quen ist seine Frau, aber Teil 7 nennt er sie, glaube ich, Elisabeth. Meine Theorie war ja, dass er einfach zwei verschiedene Frauen hatte. Da hat Sir John gemeint, ja, sie sind ja auf die gleiche Weise gestorben. Da habe ich gesagt, vielleicht ist da ja ein System dahinter. Vielleicht waren es ja zwei Frauen und Sir John hat das dann jetzt ein bisschen, beschönigt. Hust. Okay, dann erzähl uns mal was über Mondaine. Heute kümmern wir uns um unsere Tochter Mane. Sie ist so ein tapferes Mädchen. Er hält kurz inne, bevor er fortfährt. Weder ich noch die Reisende, die hier übernachtet haben, irgendetwas gehört in jener Nacht. Jetzt werden es viele Schlüsselwörter. Okay, dann fragen wir zuerst nach Mondaine, Quen, Reisende, Nacht. Eieiei. Ja, Quentin und Yol waren draußen beim Fischen, als diese Meute anlandete. Sie flohen vor den Männern Lord Prithees und dachten offenbar, dass unser Weiler ein sicherer Hafen für sie sei. Sie fragten jeden hier nach einer Person namens Reltor oder Renta, etwas in dieser Art jedenfalls. Jetzt verliere ich den Faden, dann fragen wir uns erstmal Renta. Wir kannten niemanden hier, der so hieß, nicht unter diesem Namen jedenfalls. Dann erzähl uns was von Quen. Sie sah aus wie ein Engel, blondes Haar, grüne Augen, eine große, anmutige Gestalt. Mane könnte ihre Zwillingsschwester sein. Ich sehe immer noch Quens mutiges Gesicht vor mir, als die Männer sie zu ihrem Boot führten. Sie sagten damals, sobald sie ihre Verfolger abgeschüttelt hätten, würden sie sie wieder freilassen. Er schlägt sich die Hände vor sein Gesicht. Wir glaubten ihnen. Quen wandte sich ein letztes Mal um und drückte ihrem kleinen Kind etwas in die Hand. Dann bestieg sie die Jolle. Ihr Kind ist dann natürlich auch die Tochter von Quentin, die an der Anlegestelle arbeitet. Sag uns mal was zu Kind und etwas. Sie ist wie ihre Mutter gefestigt in ihren Überzeugungen und besitzt schon jetzt eine große innere Ruhe. Als wir ihren Vater beerdigten, sang sie ein Lied, das sie für ihn geschrieben hatte. Er beginnt leise zu singen. Mein Herz war voll der Liebe von dir, doch nun zerbricht es langsam in mir. Nun suche ich für mich allein den Weg zurück zu Sonnenschein. Meine Seele schreit deinen Namen heraus, ich bin allein und verlassen zu Haus, aber weiß tief in meinem Inneren doch, du bist noch hier, ein Teil von mir noch. Okay, das ist herzzerreißend. So, kurz sortieren, dann noch nach etwas fragen. Ich konnte nicht sehen, was es war. Okay, dann sollten wir dann das Mädchen wohl nach etwas fragen. So, welche Schlüsselwörter habe ich jetzt vergessen? So, Geschwätz hatten wir, glaube ich, noch nicht gefragt. Zimmer will ich nicht wissen, also fragen wir Geschwätz.
bin sicher, dass ihr bereits die Gerüchte über den guten alten Quentin gehört habt, genau. Er war ein lieber Mensch, Gideon schaut versonnen in die Ferne. Ich konnte gar nicht glauben, dass das an dem Brunnen wirklich er war. Seine Augen füllen sich mit Tränen. Er lag so ruhig da, so friedlich. Kein Anzeichen von Schmerz in seinem Gesicht. Nur ein Medaillon, welches seine blutige Hand fest umklammert hielt. Er schaut zu Boden und murmelt, Quen, du fehlst mir, alter Freund. Okay, was war das für ein Medaillon? Wir gingen gleich zu Yol und erzählten, was passiert war. Er begleitete uns sofort zurück zum Brunnen. Dort entwand er Quentins Hand das Medaillon und brachte es Mane. Genau, Mane war die Tochter. Es brauchte Mut und kostete ihn Überwindung, ihr die Nachricht von Quentins Tod überbringen zu müssen. Oh je, okay. Habe ich noch irgendwelche wichtigen Schlüsselwörter vergessen? So. Vibe, gab es da noch Schrein, hatten wir gefragt. Martha. Hat mir Martha gefragt? Nee, ne? Seit sie vor ein paar Tagen diesen vermaledeiten Geist hier unten sah. Nee, das ist Martha, ist sein Vibe. Gekreiche hatten wir. Okay, dann sagen wir mal tschüss. Kommt doch mal wieder vorbei, ihr guten Menschen. So, können wir mit seiner Frau reden? Da ist jemand. Du siehst eine eher grobschlächtige Frau mit stechenden Augen. Hallo, wie geht es euch an diesem Nachmittag? Was braucht ihr? Zuerst mal deinen Namen. Martha. Okay, dann ist sie seine Frau. Was ist dein Job? Ach, mein Mann kümmert sich um die Herberge. Ich kümmere mich um meinen Garten. Habt ihr ihn schon gesehen? Ich habe die wundervollsten Rosen dort. Rosen? Rot wie die Abendsonne über dem Meer. Okay, dann erzähl uns mal was von Quentin, aber nicht Kreichen, bitte. Das müsst ihr jemand anderen fragen. Okay, dann Geist. Okay. Sie wurden von einem Geist. Egal. Spuk vielleicht. Ich möchte hier wegziehen, sobald es irgend geht. Obwohl mir viele der lieben Seelen hier helfen werden. Ja, was können wir sie noch fragen? So, Quentin, reagiert sie nicht? Spuk haben wir gefragt. Job war der Garten. Okay. Behalten wir mal im Hinterkopf. Da geht's in die Kleiderkammer. Da ist ein Buch. Lesen wird man hoffentlich dürfen. Das Buch der Spiritualität. Erinnert euch, während ihr die Pfade des Lebens beschreitet, immer daran, dass Spiritualität die Summe aller Tugenden verkörpert. Rezitiert bei euren Meditationen über Spiritualität das Mantra Om. Und der Schleier der Unwissenheit wird sich heben. Sehr schön, dann haben wir zumindest mal das Mantra. Auch dieses Mantra kommt mir bekannt vor. Okay. Achso, die Pflanze steht im Weg. Dann schauen wir hier mal noch rein. Da liegt auch ein Buch. Erinnert euch, während ihr die... da steht wieder dasselbe. Okay. So, dann geht's hier eventuell raus in den Rosengarten. Wenn ich keine Rosen sehe. Da ist noch ein Haus. So, also wir müssen auf jeden Fall zur Anlegestelle und dort mit Mani reden. Und nach dem Medaillon fragen. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ich nicht.
Ihr könnt dann lachen, falls ich es vergesse. Ach Mann. Da geht's runter. Schwupp, schwupp. Sind wir im Keller. Jana, mach mal bitte Licht. Benutzen Fackel. Schauen wir uns hier mal unverbindlich um. Wir werden nicht stehlen. Das ist abgesperrt. Wieso vibriert hier die Erde? Spiel? Ist auch abgesperrt. Die Mäuse scheinen freundlich zu sein. Das da ist offensichtlich auch abgesperrt. Will ich wissen, was hier bebt? Ist auch abgesperrt. Ich würde ja auf so einen Riesen tippen oder sowas. Ja, wir sehen hier immer durch so ein Guckfenster, aber kommen halt nicht durch. Ja, da müssen wir dann irgendwo mal eine Schlüssel organisieren oder irgendwas. Okay, dann wieder hoch. Und raus hier. Wer bist denn du? Du siehst einen schmächtigen kleinen Mann mit wilden Augen. So, ja, so. Er schaut an dir herauf und herunter und klatscht dann in die Hände. So, ja, so. Was kann ich für euch tun? Erzähl uns mal deinen Namen. Arestivius, ja, da wurde uns ja schon gesagt, dass der ein bisschen komisch ist. Meiner lautet Stevius, der Weinhändler, genau. Was, ein Name? Was? Ja, du bist echt ein bisschen von der Rolle. Was kannst du uns über deinen Job als Weinhändler sagen? Ich produziere Wein. Sehr schön, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Wein? Vielleicht möchtet ihr welchen kaufen. Nee, gerade nicht. Zu schade, es ist wirklich guter Wein. Ja, wegen Dupré können wir nichts kaufen. Dann fragen wir ihn auch mal noch nach Quenten. Er war ein netter Kerl, hab ihm viele Flaschen verkauft. Kommt zurück, wenn ihr durstig seid. Alles klar. So, dann nochmal raus hier. Schauen wir da mal noch rein. Und irgendwo muss ja die Anlegestelle sein. Und wir müssen den Bürgermeister um ihn noch nach dem Mantra fragen. Da ist niemand. So, Bürgermeister, wo bist denn du? Du warst doch hier irgendwo. Dann gehen wir noch kurz zur Heilerin, die nach Quenten fragen. Hallo, die Dame? Er hat in der kurzen Zeit auf dieser Welt große Weisheit erlangt, wenn sein Geist gesehen wurde, und ich glaube fest daran, dass dies der Fall ist, dann muss er versuchen, uns etwas mitzuteilen, das ihn umtreibt. Es muss etwas geben, das er geklärt wissen muss, bevor er diese Welt endgültig verlassen kann. Vielleicht weiß er sogar, wer ihn ermordet hat. Ja, und das ist das, was man halt in dem nicht übersetzten Ultima 6 nicht erfahren wird, glaube ich. Aber sag mal, ermordet. So viel weiß ich, wenn ihr rausfinden wollt, wer Quenten umgebracht hat, werdet ihr ihn nicht einfach fragen können. Jedoch mit Seance schon. Ihr müsst wissen, dass die Geister des Schattenreichs niemals direkt mit uns sprechen können. Auch wenn der Geist euch zu hören vermag, so kann er doch nur durch Beeinflussung seiner Umgebung versuchen zu antworten. Umgebung? Ja, bringt ihn dazu, seine Antwort sichtbar zu machen, indem er beispielsweise einen Ast schüttelt und so mit dem Blattwerk raschelt. Es sei denn, ihr versteht euch auf den richtigen Zauber. Noch nicht, aber hoffentlich bald. Sie schaut dich prüfend an. Erzähl uns mal was vom Zauber. Ja, es gibt einen Zauber, der es euch erlaubt, direkt mit den Toten zu kommunizieren. Aber der Seance-Zauber ist fragil und ihr benötigt große Erfahrung, um ihn wirken zu können.
Genau, das ist, glaube ich, Grad 6 oder 7, glaube ich. Also es dauert noch ein bisschen. Fragil. Ja, im Gegensatz zu allen anderen Zaubern kann ein Seance nicht direkt gewirkt werden. Stattdessen ist es notwendig, den Schatten zunächst anzusprechen. Sollte dieser dann bereit sein, mit euch zu kommunizieren, werdet ihr es spüren. Dann erst kann der Zauber mit Aussicht auf Erfolg gewirkt werden. Wenn er die notwendige Erfahrung besitzt, natürlich nur. Erfahrung? Seance ist ein Zauber des fünften Zirkels und nur die besten und würdigsten Zauber vermögen, ihn erfolgreich anzuwenden. Okay. Da war noch irgendein Stichwort. Umgebung? Ich dachte, irgendwas hätte ich noch verpasst. Egal. Ja, also das ist das, was ich schon bestätigt bekam. Aber wo ist der Bürgermeister? Da ist so ein Mini-Steinkreis. Wo ist der Bürgermeister hin? Oh, eine Kiste. Oh. Okay, wir sind tapfer. Moment, da ist auch noch eine Frau, die nicht zu uns gehört. Du siehst eine großgewachsene, grazile junge Frau. Ihr Lächeln wirkt beruhigend auf dich. Hallo, mein Lord, willkommen bei mir daheim. Ihre Augen sind blau wie das Meer und ihre Bewegungen wogend wie die Gezeiten. Was kann ich für euch tun? Sag uns zuerst mal deinen Namen. Mein Vater Quentin wählte einen altertümlichen Namen für mich. Mane. Er bedeutet eine Windböe, die mit einem Sturm einhergeht. Mane? Der Name stammt aus einem Gedicht, das meine Mutter über ihr erstes Treffen für ihn verfasste. Sie greift nach einem Medaillon, das sie um den Hals trägt und öffnet es. Es enthält ein Stück Leinen mit Worten darauf. Sie beginnt zu lesen. Als wir uns das erste Mal trafen, unter schwarzen Wolken dicht, der Donner verkündete dein Kommen. Ein Sturm zog auf, erfasste uns und unsere Herzen. Ich war vom Mane, Wind und Glück benommen. Okay, das erklärt Mane. Okay, was wollen wir dich alles fragen? Zuerst mal nach Quenten. Mein Vater, er war ein tapferer und starker Mann. Es ist einfach falsch, dass er auf solch grässliche Weise ums Leben kam. Aber ich bin sicher, dass es dafür einen Grund gibt. In ihren blauen Augen glitzern neue Tränen auf. Ja, tut mir leid. So, wenn wir sie nach dem Etwas fragen, das ihre Mutter abgegeben hat, vielleicht war das auch das Medaillon. Kaum hast du die Frage gestellt, beginnt Mane wieder zu weinen. Dann sammelt sie sich kurz und fragt, wie bitte? Na okay, das war vielleicht die Standardantwort. Moment, da war noch ein Keyword. Name, Mane haben wir gefragt. Nee, ich wollte das Gespräch nicht abbrechen. Wollte ich nicht. Mane, okay. Nee, da war auch kein Stichwort mehr. Medaillon. Meine Mutter gab es mir kurz bevor sie von diesem bösen Mann entführt wurde. Sie trug mir auf, es meinem Vater zu geben, sobald er zurück sei von der See. Yol gab es mir dann zurück, nachdem mein Vater getötet worden ist. Okay, dann erzähl uns mal was von der See. Mein Vater war an jenem Tag draußen, um Yol zu helfen, den Fang einzubringen. Und was kannst du uns über Yol sagen? Oh Yol, sie lächelt still. Ihn und Vater traf man niemals getrennt. Nachdem meine Mutter entführt worden war, war es Yol, der meinen Vater wieder auf die Beine half. Sie waren immer zusammen. Ihr Blick sucht dich. Wäre mein Vater in den Gasthof gewesen, hätte Yol ihn auch begleitet. Hä? Vater?
Nee, das hatten wir schon. Klassische Weise ums Leben kam. Gasthof? Mein Vater und Joel gingen nach einem guten Fang oftmals dorthin. Gideon war ihnen seit ihrer Jugend schon ein Freund. Das ist, glaube ich, der Besitzer von der Herberge, ne? Dann saßen und tranken die drei zusammen und schwelgten in Erinnerungen. Gideon? Er und seine Frau Martha. Ja, dann ist das der Besitzer. Sind sehr liebenswürdig zu mir. Sie haben mir viel darüber beigebracht, wie Menschen sich untereinander behandeln sollten. Und was kannst du uns über die Ermordung deines Vaters sagen? Sie reibt sich mit den Fingerknöcheln über die Nase. Ich verstehe nicht, warum diese Kreaturen meinen Vater hätten töten sollen. Vielleicht war dies alles nur ein tragischer Zufall. Aber ich weiß nicht, was er noch so spät in dem Gasthaus wollte. Hätte er etwas trinken wollen, so wäre Yol bei ihm gewesen. Aber er ist doch am Brunnen ermordet worden. Zumindest steht das im Handbuch und das haben die Leute eigentlich auch gesagt, dass seine Leiche dort gefunden wurde. Okay. Dann suchen wir den Bürgermeister in der nächsten Folge, denn diese ist jetzt vorbei. Bis gleich.